Hallo und willkommen zurück zu Mario Bros. Nummer 3. Und heute habe ich keine. Ja gut, das merkt ihr jetzt nicht so, aber ich habe das Preview von OBS ausgeschaltet, weil es aus irgendeinem Grund zu Lags gesorgt hat. Mir fällt gerade auf, dass es irgendwie keinen Bereich in dem Level gibt, wo ich Anlauf nehmen kann. Kann das sein? Jetzt lass doch mir aber meine Ruhe, was zur Hölle. Mein Gott, Alter. Ich müsste nämlich... Was soll denn das? Als wenn das denn nicht gehen würde, Mann. Wow. Mein Gott, Alter. Diese komischen Mancher ähnlich. Alles klar. Den habe ich nicht rechtzeitig gesehen. Weil er böse ist. Ja. So, also. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich war doch gerade auf dem Weg zurück. Wow. Wie das einfach straight up gar nicht geht, so. Okay, ne. Okay, da mache ich was anderes erwartet. Da mache ich es einfach so, wie der YouTuber das auch gemacht hat. Beziehungsweise der Speedrunner. Gut, dass ich einen habe. Wäre jetzt nämlich doof, wenn ich keinen gehabt hätte. Da wollte ich rein, aber ich habe nirgendwo einen Ort gefunden zu fliegen. Ah. Warte mal, wie genau ist denn das, wenn ich mich... Alles klar. So. Hier wollte ich rein. Wisst ihr? Da wollte ich rein. Ah. Hallo. Hier bin ich jetzt natürlich einer der coolen Kids und werde jetzt hier hingehen. Ich hoffe wirklich, dass das Video kein Problem hat, weil ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Aber muss ja leider machen, weil OBS sonst nicht aufgehört hat zu laggen. Und ich mir nicht sicher war, ob das die Aufnahme effektet oder nicht, aber ich will halt nicht, dass OBS laggt. Ja. Hier runter, Fragezeichen. Ja, der hier wollte ich rein. Oh, cool. Cool. Ja, kann ich zwar eigentlich. Ja, jetzt haben wir nur 90. Muss mal rausfinden, was passiert, wenn wir drüber kommen. Ach so. Muss gerade noch kurz weiter gucken, weil ich auch nur bis. Nein, das wollte ich nicht. Plus, bis hier. Ciao. Gott, Schlafding wollen nicht. Thank you.
Ey. Herausgefunden. Oh. Nein, den will ich behalten, den Goomba-Schuh. Ey. Tschüss. Das ist mein Schuh. Auf dem Manchester muss man drauf. Da, 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 da. Ah, der verschwindet ja dann. So, nehmen wir schon sterben, wenn er verschwindet. Oh, das waren die 10 Coins. Oh, okay. Aha, die waren direkt nebeneinander, okay. Oh. Ich bin aktuell nicht ganz bei einer vollen Konzentration, muss ich sagen. Okay, dann halt nicht. Das sei ich jetzt gerade auch nicht, ob ich eine Idee war. Ja. So. Ah.
das so schwer, einen Shorthop zu machen? Na gut. Ich meine, okay, hier ist keine gerade Fläche, also... Mal laufen wir auf jeden Fall locker möglich. So. Ach Mist. So. So. Wenn ich die ganze Zeit Schritte draußen höre, macht mich immer wieder so kirre. Einfach weil die nicht wissen, dass die Switch bei mir ist. Einfach deswegen. Weil die können dann nicht direkt mir. Ah, oh, okay. So, 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 geh weg. Dann nach... Wie hab ich das angestellt? Dann nach oben, wollte ich sagen. Hallo? Nach oben. Kann man ein bisschen sehr leicht weglenken auf der... der... Nicht auf der Palme. Erster ausgerechnet hier, erwische ich es nicht richtig. Hey, 5 Leben. Ja gut, da passiert nicht mehr wirklich was. Nicht so wie in anderen Spielen, wo man da keinen Hut mehr hat. Ja, wenn man so viel Leben hat. Das scheint hier nicht zu sein. Mein Gott, Alter. Jetzt sag mal! Mario, spring doch bitte! Oh mein Gott, Alter. Spring doch bitte hoch genug, dass du da auch rüberkommst! Spam doch den Knopf nicht umsonst! Wow! Das wirklich so weit hinbekommen zu laufen. Also. Ich kann leider nicht. 6. Oh ja, okay. Fliegen können würde mir hier auch nicht viel bringen. Bis jetzt, dass man sich wahrscheinlich sicherer fühlen würde, als wenn man von den ganzen... als wenn man von denen hier getragen wird. Von den Buzzy Beetles. Okay, box.
klar. Pilz ist besser als ein Blatt. Sure. Diesen Block müssen wir aus dem... aus dem Weg gehen. Oh, achso. Ich glaube nicht, dass ich noch eine gefunden habe. Ah, okay. Ehrlich gesagt keine genaue Orientierung mehr, wo was ist. Wie gesagt, keine genaue Orientierung mehr, wo was ist. Also, da kommen ja auch welche von oben runter. Also ich hätte schon erwartet, dass das... alles klar. Ich hätte schon erwartet, dass das weh tut, wenn ich das berühre. Aber okay. Anscheinend habe ich mich geirrt. Scheint ist das nicht so eine Lava, wie ich erwartete. Vielleicht ist es auch gar keine Lava, wer weiß. Lava nicht. So, mal wollen die mir aber auch nochmal geben. Sternpilz. Mein Gott, ist ein Assi. Speedrun ist das Level durchgeflogen, weil ich habe nirgendwo Speed aufgebaut gekriegt. Haben wir nicht gut umgestellt. Naja, so, Level 9. Alter. Oh.
Alles klar. Alles klar, ich habe ja nur... So, mein Gott, Alter. Da kommt schon wieder der Nächste. Ja. Ich kann das nicht skippen. Muss immer warten, was er ausgerechnet hat. Ist ganz wichtig. Alles klar. Okay, danke, dass er gewonnen war. Ist das doof? Euer Scheiß Ernst. Stand da doch drauf. Aber kann ich nicht stehen? Ja, ich habe gerade zu kurz gedacht, dass ich sicher bin, weil er mich nicht erwischt hat, aber da bin ich bis bald da. Mensch, komm schon, warum bin ich hier kein Dodge-Gott? Wäre doch geil. Ah! Vielleicht hätte ich auch einfach nach unten drücken sollen. Wie es da einfach straight schwarz wird. Ach, ist das nicht schön. Joa. Warte mal kurz. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, Alter, okay. Ist der Boden hier rutschig? Alles klar. Mein Gott, Alter, ich weiß doch nicht, wann die umdreht. Oh gut. Nochmal ein Stern. Ach Stern, den haben wir doch gern, oder? Ich hab's gerade die Maus gesehen. Ein
sowas von verwirrt. Hä? Pass auf, was sich mein Gehirn die ganze Zeit abspeichert. Das sind nicht die richtigen Dinge. Nee. Der war, glaube ich, da hinten, oder? Ah, nee, das war ein One-Up. Bin ein Vollidiot. Ja, das war ein Stern hier. Na, hier oben ein Blümchen? Ja, mach. Ah, oh, noch ein Blümchen. Was ist denn hier? Ja. Okay. Oh. Okay. So ein Level. So, was für Autoscrolling. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Ich glaube, das geht gar nicht mehr von der Position. Ich hab das so nur mal im Kopf, dass ich das erwarten muss. Oh. Okay, ich hoffe, dass ich auf den Boden komme. Ah, voilà. Habe ich die hier schon benutzt? Bei einem Verbraucher. Hier kommt noch ein Bild raus. Ich weiß nicht, ob er hier die Hammerkleidung kennt, aber die kann man auf jeden Fall aus dem Tor rauskriegen.
in dem Video war das aus dem, aber wer weiß. Ja. Wow. So geht das. Gott, immer diese Disco. Bowser's Disco. Okay, das habe ich jetzt einfach nur so gedrückt. Weil ich mir nicht gedacht habe, dass es doch passt, wie ich das davor gemacht habe. Das ist doch aligned. Alter! Mein Gott, Alter. Da hat es einfach gelaggt. Eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde. So, das ist ja Emulation und so. Wieso genau. Also, wenn ich mich richtig entsinne, kann man doch beim Emulieren die Emulation overclocken. Quasi. Und dadurch kann man ja dafür sorgen, dass es eben keinen Slowdown gibt. Oder wäre dann alles zu schnell? Jawohl, aber man wird doch wahrscheinlich auch in der Lage sein, das zu erkennen. Also. Dass irgendwie die Frames konstant abgefragt wird und basierend darauf dann das Ding overclockt wird oder nicht. Sodass es eben kein wirkliches Slowdown geben kann. Wird wohl gehen. Also ich finde es halt so komisch, dass ein Emulator laggt, weißt du? What? Okay. Ich weiß noch, dass das Level war, wo man hochfliegen musste. Weiß nicht mehr genau wo. Ah, doch, genau hier. Schon was der notwendig ist, oder?
Mein Gott, Alter. Was passiert denn, wenn man hier reingekommen von der Rolle? Also, ja, tut man. So, nee, exakt vorne. Was komisch ist, warum macht man eigentlich Puzzle-Level in einem Spiel, wo man zeitlich begrenzt ist? So. Was ist denn das für ein Puzzle-Spaß? Da geht die Zeit aus. Voll der Spaß. Ach, das ist die 20er-Coin gewesen. Und hier waren dann die 10 Coins. So. Ah, hier ist es. Die Hammer-Suit. Wollen wir die mal anziehen? Ja, komm, ziehen wir mal an. Ich weiß nicht, wie kein einziger Hammer hätte getroffen hat. Also wie es sein kann, dass kein einziger Hammer getroffen hat. Wow. Mein Gott, Alter. Aha. Jetzt bin ich der Hammer, Bro. Es gibt den Fire Bro und den Hammer Bro. Oh. Fliegst du so weit, da denkst du so,
Aber schon wenn jetzt gemacht. Findest du aber gar nicht mal zurecht. Das wäre ein Level, was man alle Münzen einsammeln kann. Das baut ein Haus. Wenn sowas nicht immer passiert, Hilfe. Was? Mein Gott. Der hat mir einen Spaß verdorben. Was für ein Spaß war der aber. Oh, jetzt. Alter, Hilfe! Warte mal, stimmt, ich kann aber hier stehen. Das ist wahrscheinlich auch die sichere Variante. Glaubt der respawnt nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube der respawnt nicht. Dumm. Ja, das sollte ich vielleicht nicht so machen. Alles klar. Ich habe teilweise das Gefühl, dass... Alles klar, als würde Richtungswechsel sogar dazu beitragen, dass man... dass man weiter schlittert. Oh. Da ist er besiegt. Bum bum. Da hat er Bum bum gemacht. Ja, ist eine Explosion aufgegangen. Wieder zurück zur Feder. Sollte vielleicht ein bisschen einfacher gehen, muss ich ja extra sagen. Damn.
Okay, dann. Level 9, Level 10. Das war eine echt große Welt. Warte mal, so drauf kommt. So. Da 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 kommen wir gar nicht rein. Oder? Manche kann man doch eigentlich nicht killen. Sure. Ich habe mich einfach umgedreht mit meinem Schweif. Ohne es zu wollen. Also, ja. Oh, jetzt haben wir zumindest alle drei. Gibt auch ein Leben. Haben alle drei sammelt. Oh lol. Das ist erstes finde. Da war 20, okay. War es denn hier unten? Nein. Ich erinnere mich nicht, wo die Coins waren, die hier oben. Nein. Ist 2x 20 Coins direkt nebeneinander, kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, Alter. Mein Gott, Alter, lass mich doch springen. Also diese Slipperiness von der Eiswelt, die lässt sich hier irgendwie auch fühlen. So, mein Gott, Alter.
Capture. Tschüss. Perfekt. Dann ist hier hinten noch gleich das Schloss, oder? Ja. Okay. Warte mal kurz. Okay. Auf geht's. In das Schloss. Oder in das Schiff. Weil es wird ja wahrscheinlich wieder ein Schiff kommen. So. Ich kann wieder A drücken. Oh, war der Siegshirt. Wenn's eh immer. Ah, so lange dauert. Stimmt, der geht da rein. Mein Gott, Alter, dieser Gegner geht mir langsam richtig auf den Sack. Den seine Scheißbälle. Also da finde ich es viel besser, dass die in den modernen Spielen auch richtige Bounce-Bälle sind und nicht einfach Gegner, die nicht sterben können, wo ich die ganze Zeit drauf bouncen kann und nicht höher von abspringen kann. Ich konnte jetzt gar nicht höher springen oder so. War ja voll auf der Höhe geforst. So bei der. Joa. Servus. Das haben wir in Welt 7, joa. Aber der Kunden wir erst im nächsten Part. Wir werden den vergessen und ciao.